Ja, zum Thema Potenzgesetze und auch nochmal zum Visualisieren, dass man wirklich versteht, was da passiert. Das geht immer, wenn man Beispiele nimmt, die noch nicht total explodieren, wie ich ja oftmals sage, sondern die man so noch visualisieren kann. Aber wenn man das verstanden hat, ist das easy. Also ihr kennt oder ihr solltet kennen, a hoch m mal a hoch n, dann steht da so ein Satz wie Potenzen mit gleicher Basis, ne, das ist ja hier die Basis, werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. So, ihr wisst, was die Basis ist, das ist die Grundvoraussetzung. Ihr habt hier oben, was steht da oben? Das ist der Exponent und das Ganze hier ist die Potenz. Nochmal, ansonsten hält man das Video an, macht sich eine Randnotiz. Eine Potenz besteht aus Basis hoch Exponent. Und dann hat man schon mal den Satz, Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Trotzdem ist jetzt eine Visualisierung viel besser, um auch zu verstehen, was heißt denn bei einer Potenz, wenn da jetzt 2 hoch 3 stehen, was heißt denn dieses hoch 3 da eigentlich? Das heißt, dass ich die Basis dreimal hinschreibe und somit sich multipliziere, also 2 mal 2 mal 2. Dann weiß ich, dass bei 2 hoch 4 das Ganze 2 mal 2 mal 2 mal 2 wäre, ne, steht ja hoch 4, das heißt die Basis 4 mal multipliziert. Jetzt alles multipliziert, kann man es sich selber eigentlich herleiten. Wie oft haben wir jetzt die 2 multipliziert? Insgesamt 7 Mal, also 2 hoch 7. Daraus schließt sich wieder das Gesetz. 2 hoch 3 mal 2 hoch 4. Potenzen mit gleicher Basis werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden. Also 2 hoch 3 plus 4, ja, soll eine 4 sein, ist gleich 2 hoch 7. Und so kann man sich auch das nächste Potenzgesetz nehmen. Potenzen mit gleicher Basis werden dividiert, indem die Exponenten subtrahiert werden. Also nimmt man sich wieder ein Beispiel, 2 hoch 5 geteilt durch 2 hoch 3. Was heißt 2 hoch 5? Ja, da schreibe ich die 2 jetzt 5 mal hin. Geteilt durch 2 hoch 3 wäre 2 mal 2 mal 2. Und jetzt könnte man sagen, ach okay, hier kann ich ja jetzt kürzen, ne? Die 2 und die 2, bleibt 2 mal 2 übrig, also 2 hoch 2. Oder jetzt wieder mit dem Gesetz, 2 hoch 5 durch 2 hoch 3 wäre ja 2 hoch 5 minus 3. Und wenn man das mal verstanden hat, auch mit Beispielen, kommt man auch super easy durch die entsprechenden Potenzgesetze durch.